Moin zusammen bei Carlomed und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute tauchen wir ein in die weite Welt der Nikon Z-Kameras. Egal, ob du Fotoenthusiast bist oder Vollprofi, der seine Ausrüstung verbessern möchte. Dieses Video soll dir helfen, das perfekte Modell für deine Bedürfnisse zu finden. Du bist auf der Suche nach einem allumfassenden Überblick über Nikons Z-Serie? Hiermit hast du ihn gefunden. Nikon verwendet für seine spiegellosen Kameras zwei unterschiedliche Sensortypen. Zum einen das DX-Format und zum anderen das FX-Format. Nikons Z-Kameras mit DX-Sensoren sind das, was wir umgangssprachlich und eigentlich auch im Fachterminus APS-C-Kameras nennen. APS-C-Kameras sind in der Regel kleiner und leichter als Vollformat-Kameras, was sie bequemer zu tragen, also ideal für Reisen und den täglichen Gebrauch werden lässt. Namentlich sind das bei Nikon die Z30, die Z50 und die ZFC. APS-C-Kameras haben einen sogenannten Crop-Faktor. Der Crop-Faktor vergrößert den scheinbaren Brennweitenbereich von Objektiven um einen Faktor von 1,5, was sie ideal für die Telefotografie macht, da du mit einem kürzeren Objektiv einen größeren Zoombereich erhältst. Ein 200mm Objektiv an einer DX-Kamera verhält sich beispielsweise ähnlich wie ein 300mm Objektiv an einer Vollformatkamera. Wenn wir uns die Z30, die Z50 und die ZFC anschauen, fällt auf, APS-C-Kameras und dazugehörige Objektive sind oft kostengünstiger als Vollformatkameras, was sie zu einer erschwinglichen Option für Einsteiger und Enthusiasten macht. Das macht Nikons DX-Kameras durch ihre gute Balance zwischen Leistung, Bildqualität und Preis zu einer guten Wahl für Fotografen, die ihre Fähigkeiten verbessern oder vielleicht erst in das Thema Fotografie einsteigen möchten. Nikons FX, also Vollformatsensoren, haben eine größere Fläche als die APS-C-Sensoren, wodurch sie mehr Licht einfangen können und eine bessere Bildqualität bei höheren ISO-Einstellungen bieten. In der Nikon-Range sprechen wir hier von der Z5, der Z6 II, der Z7 II, der Z8, wie auch der Z9. Durch die größere Fläche des Sensors haben Vollformatkameras in der Regel eine höhere Pixelanzahl und einen größeren Dynamikumfang. Dadurch liefern sie Bilder mit einer außergewöhnlichen Detailgenauigkeit, geringem Bildrauschen und einer herausragenden Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Der größere Sensor ermöglicht darüber hinaus eine geringere Schärfentiefe, was zu einem attraktiven Bokeh führt. Dadurch werden Porträts und andere künstlerische Aufnahmen mit einer beeindruckenden Trennung von Vorder- und Hintergrund möglich. Dazu kommt, dass Vollformatkameras die wirkliche Nutzung von Weitwinkelobjektiven erlauben, ohne dass ein Crop-Faktor mit ins Spiel käme. Dadurch erhalten Fotografen den echten Weitwinkel-Bildwinkel, der bei Landschafts- und Architekturfotografie von Vorteil ist. Die Wahl zwischen Nikons DX- und FX-Kameras hängt letztendlich von deinen individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. APS-C-Kameras sind vielseitige Werkzeuge, die eine breite Palette von Fotografiebedürfnissen erfüllen können, während Vollformatkameras ihre eigenen Vorteile in Bezug auf Bildqualität und erweiterte Funktionen bieten. Ideal für den Einstieg in die spiegellose Fotografie eignet sich die Nikon Z50. Als APS-C-Systemkamera zeichnet sie sich durch ihre kompakte und leichte Bauweise aus, ist somit also ideal für Reisen und den täglichen Gebrauch. Mit einem guten Autofokus, ihrem 20,9-Megapixel-Sensor und der reichen Auswahl von möglichen DX-Objektiven bietet die Z50 eine hervorragende Leistung für Einsteiger und Enthusiasten gleichermaßen. Die Möglichkeit, 4K-Videos aufzunehmen, erweitert ihre Vielseitigkeit und macht sie zu einer attraktiven Allrounderin für Foto- und Videografen gleichermaßen. Der Einstieg ins Vollformat gelingt dir am besten mit der Nikon Z5. Mit ihrem 24,3-Megapixel-Sensor bietet sie eine hervorragende Bildqualität und eine gute Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Der 5-Achsen-Bildstabilisator ermöglicht dir dabei gestochen scharfe Aufnahmen, sowohl bei Standbildern als auch bei Videos. Die Kamera ist robust gebaut und verfügt dabei über eine Vielzahl von professionellen Funktionen, die sie zu einer idealen Wahl für Fotografen machen, die einen leistungsstarken Einstieg ins Vollformat suchen.
wobei sie dennoch in puncto Formfaktor und Leichtigkeit punkten kann und damit je nach Objektiv in nahezu jede Tasche passt. Angelehnt an die legendäre FM2 ist Nikons ZFC die eindeutige Siegerin in Sachen Stylefaktor. Doch nicht nur das. Außen schön retro, glänzt sie im Inneren mit modernster Technik. Blende, ISO, Verschlusszeit und Modus stellst du dabei wie noch zu analogen Zeiten über die Wahlrädchen ein. Dank DX-Format-Sensor mit 20,9 Megapixeln liefert sie eine hervorragende Schärfe, gewaltige Detailtreue und klare Bilder. Durch die Kombination aus Vintage-Stil und aktuellem Technik-Innenleben bietet die ZFC eine unglaubliche Vielzahl an kreativen Möglichkeiten für Retro-Liebhaber. Insgesamt sind die Z50, ZFC und Z5 mit einer schönen einfachen Bedienung ausgestattet. Langes Friemeln und Suchen im x-ten Untermenü wirst du mit diesen Kameras also nicht haben und kannst dich darauf konzentrieren, dein kreatives Schaffen zu erweitern. Die Nikon Z30 ist so eine Sache für sich. Sie reiht sich ein in das Gros der teils ziemlich kritisch beäugten Vlogging-Kameras. Dabei ist sie so viel mehr als das. Klar, in Formfaktor und technischen wie kreativen Modi ist sie stark fürs Vloggen ausgelegt. Sie verfügt darüber hinaus auch über einen Selbstporträtmodus und die Verbindung mit anderen Geräten klappt super einfach. Bekommen die Videos auch ohne externes Mikrofon einen kristallklaren und deutlichen Ton? Yep. Aber sind eine intuitive Steuerung und verwacklungsfreie Aufnahmen wirklich etwas Schlechtes? Ich denke nicht. Über ihren 24,2 Megapixel Vollformatsensor und gleich zwei X6 Prozessoren setzt die Nikon Z6 II voll auf Geschwindigkeit. Das betrifft ihren Hybrid-Autofokus, die Serienbildgeschwindigkeit von 14 Bildern die Sekunde und den Höchstleistungspuffer, der bis zu 200 JPEGs oder 124 Bilder im unkomprimierten 12-Bit-RAW-Format in Serie ermöglicht. Ein CF-Express-Steckplatz im Dual-Karten-Slot darf da natürlich nicht fehlen. Nicht zuletzt durch ihre gute Videoleistung zeichnet sich die Z6 II durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus und ist damit, auch dank bestem Preis-Leistungs-Verhältnis, die perfekte Allround-Kamera für ambitionierte Fotografen, die nicht auf gute Video-Features verzichten wollen. Der Z6 II in puncto Technik in nichts nachstehend glänzt die Nikon Z7 II in Sachen Bildauflösung. Der 45,8 Megapixel Sensor muss sich in keinster Weise vor aktuelleren Modellen verstecken. Die höhere Auflösung und daraus resultierende Detailgenauigkeit machen die Hi-Res Queen zum optimalen Werkzeug für alle Landschaftsfotografen. Aber auch im Studio kann sie ihr volles Potenzial ausspielen. In der Nikon Range tauchen wir mit der Z7 II somit letztlich in den Bereich der Profis ein. Indem wir auch direkt weitermachen mit der Z8 und der Z9. Gleich zwei Kameras auf einmal, fragst du dich? Jupp. Denn technisch sind beide nahezu identisch. Z8 wie Z9 sind professionelle Hybridkameras, die intern bis zu 8K 60p mit bis zu 12-Bit RAW aufzeichnen. 4K 120p sind da eine Selbstverständlichkeit. Im Fotobereich bieten beide verschiedene Dateiformate und Serienbildgeschwindigkeiten. Darunter 20 Bilder pro Sekunde im RAW-Format mit 45,7 Megapixel Auflösung. Das Ganze geht hoch auf bis zu 120 Fotos die Sekunde, dann allerdings nur mit 11 Megapixeln. Mit Z8 und Z9 kommt ein schneller und präziser Deep Learning Autofokus. Beide Kameras verzichten auf einen mechanischen Verschluss. Eine Info, die eher unerheblich ist, da der mehrschichtige Stack CMOS Vollformatsensor und der verbaute XP7 Prozessor dermaßen schnell arbeiten, dass es schlichtweg keinen Rolling Shutter gibt. In beiden Boliden und nur in ihnen findest du eine Vielzahl an Features und professionellen Funktionen, die dir das Leben als Profi erleichtern und ehrlich gesagt auch ermöglichen. Den größten Unterschied zwischen beiden Apparaten sieht man mit dem bloßen Auge: die Größe. Daraus resultiert auch die bessere Akkulaufzeit der Z9. Irgendwie auch klar. Mit größerem Body glänzt die Z9 in der Reportage- und Sportfotografie. Oder immer dort, wo du erschwerte Bedingungen vorfindest. Die Z8 hingegen wurde von Nikon eher kompakter und robust gehalten, was sie ideal für alle Aufträge unterwegs macht. Egal für welche von beiden Kameras du dich entscheiden solltest, du kannst eigentlich nicht falsch liegen. Mit der Z8 und der Z9 hat Nikon zwei Spitzenmodelle auf den Markt gebracht, die es wirklich mit jeder Konkurrenz aufnehmen können.
Und jetzt hast du die Qual der Wahl. Mit dem Z-Mount hat Nikon ein modernes und gleichzeitig zukunftssicheres System geschaffen, mit dem du viel Freude haben wirst. Die Wahl zwischen APS-C und Vollformat hängt dabei letztendlich von deinen individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. APS-C-Kameras sind vielseitige Werkzeuge, die eine breite Palette von Fotografiebedürfnissen erfüllen können, während Vollformatkameras ihre eigenen Vorteile in Bezug auf Bildqualität und erweiterte Funktionen bieten. Egal, ob du gerade in die weite Welt der Fotografie einsteigst, ambitionierter Enthusiast, Vintage-Liebhaber mit modernem Technikanspruch bist, Vlogs drehst oder dich bereits in die Riege der Vollprofis einreißt. In der vielfältigen Range von Nikon ist für wirklich jeden etwas dabei. Du willst jetzt noch etwas mehr erfahren? Die Links zu allen Kameras packen wir dir natürlich unten in die Videobeschreibung. Dort findest du auch zu den einzelnen Modellen weiterführende Informationen wie auch ausführliche Praxistests. Bei Fragen kannst du uns natürlich auch gerne kontaktieren, als Kommentar unter diesem Video, per Mail oder via Telefon. Unser Verkaufsteam steht dir selbstverständlich auch in unseren deutschlandweiten Filialen gern Rede und Antwort. Wir sind gespannt, was Nikon in Zukunft noch so aus dem Hut zaubern wird. Für unseren Teil können wir schon einmal teasern, dass es einen zweiten Teil zu diesem Video geben wird. Oder, wenn du dies hier in der Zukunft schaust, bereits gibt. Darin stellen wir dir unsere Lieblingsobjektive der Nikon Z-Linie vor. Lass uns also am besten direkt ein Abo da, damit du kein Video mehr verpasst. In diesem Sinne, das war's mal wieder von uns und wir sehen uns nicht nur im nächsten Video, sondern natürlich auch vorm Nikon-Regal bei Kalumet.